Hallo und willkommen zurück in Dragon Age Inquisition, beziehungsweise in ja, Sightseeing in der Himmelsfeste. Wir kommen hier, glaube ich, nicht weg. Wir reden noch mal kurz mit Blackwall, nicht, dass er noch was hat. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich euch weggestoßen habe. Ja, ich verstehe das schon voll und ganz. Ich bin mir sicher, ihr hattet eure Gründe. Aber ich kann nicht verlangen, dass ihr blind auf meine Gründe vertraut. Ich schulde euch eine Erklärung für mein Verhalten. Aber nicht hier. Okay. Wenn es euch wichtig ist, ist es auch mir wichtig. Ich danke euch. Haha. Ja. Reise mit Blackwall zur Sturmküste. Ach du Scheiße. Was will denn der da mit mir machen? Da, wo die ganze Zeit am Regnen ist. Okay, hier oben ist nichts. So. Da ist der Stall. Da geht's nirgendwo hin. Ah, Meister Dennett. Tag. Es ist alles in bester Ordnung. Okay, wie geht's den Pferden? Wie geht es unseren Freunden? Werden sie gut versorgt? Ja, überraschend gut. Nicht viele könnten so viele Leute ernähren. Geschweige denn ihre Reittiere. Da frage ich mich doch, wozu ihr noch fähig seid. Keine Ahnung. Wie geht's eigentlich der Familie? Geht es eurer Frau und eurer Tochter gut? Elena kümmert sich um die Höfe und Sienna führt immer noch ihre törichten Rennen durch. Es wäre nicht richtig, sie hier raufzuschleifen. Natürlich vermisse ich sie. Aber irgendjemand muss ja schließlich die Welt retten. Ja. Gibt's was Neues irgendwie? Habt ihr irgendetwas Interessantes gehört? Ich bin zu beschäftigt, um irgendwas mitzubekommen. Und genau so mag ich es auch. Okay. Lebt wohl. Der Bauer stehe euch bei. Ja. Gut, der hat also nichts Neues. Was ist das? Ach so. Ich habe schon gerade gedacht, irgendwie, das wäre wär irgendwie so ein Baumstumpf oder sowas. Naja. Okay, hier. Schnellreise, schön, schön. Wo kommen wir hier hin? Erst ein ganzer Leib antivanischer Rauchkäse und jetzt gemahlene Minze im Wert von 3 Gulden? Sie war genau hier. Ich weiß noch, dass jemand sie genommen hat. Ich kann mich nur an kein Gesicht erinnern. Cole? Was macht Cole hier die Leute verrückt? Er klaut dann jetzt irgendwie... Was hat er geklaut? Käse und Minze? Naja... eine weitere Notiz aus der Küche. Abermals, haltet bitte die Elfin aus meiner Küche raus und überprüft täglich den Zucker, um sicherzugehen, dass es wirklich Zucker und kein Salz ist. Darunter steht, versucht doch mal, das draußen zu halten. Was? Versucht doch mal, das draußen zu halten? Was das? Gefolgt von einem Pfeil, der auf eine plumpe Zeichnung eines Phallus zeigt. Gott. Ja. Schon wieder eine Notiz aus der Küche. Okay, hier geht's rund in der Küche. Wenn ich je herausfinde, wer die Rüben in die Feuerstelle geworfen hat, steck ich denjenigen höchstpersönlich in den Fleischwolf. Ja, also der Hauptkoch, der scheint hier echt ein strenges Regime zu führen und irgendwie jede Menge Notizen zu schreiben. Benötigte Vorräte, Kartoffeln, 500, Mehl, 50 Säcke, getrockneter Erbsen, 100 Säcke, Salzfleisch, so viel wie möglich. Aha, ja. Weidenruten, 4, um die neuen Küchenhilfen auf Trab zu bringen. Ja, das erklärt einiges. So, und noch eine Notiz. Ach, du ahnst es nicht. Also der Hauptkoch, den sollten wir irgendwie hier zu Solus schicken und ihn hier Bücher schreiben lassen. Wie oft muss ich das eigentlich noch sagen? Wenn etwas auf den Boden fällt, kann man es immer noch essen. Ja, 5-Sekunden-Regel. So, bist du der Hauptkoch? Du stehst da so rum und siehst so aus. Was war das? Nochmal. Ich wollte ja jetzt eigentlich hier so drüber. Aber ich komme ja an denen hier irgendwie... Doch, vorne rüber komme ich vorbei. Aber ich kam ja hier irgendwie dazwischen nicht vorbei. Obwohl Platz ist.
Ja, hinten geht auch nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich könnte jetzt hier so whoop, drüber. Aber m-m. So. Aus der Küche sie sind raus. Beinahe endlos. Hier könnte ich eine ganze Armee unterbringen. Ja, ist geräumig. Können wir hier einen riesen Bankettsaal hinzimmern. Die Zwerge passen dann auf. Aha. Gemälde haben wir auch hier rumhängen. Hier geht's irgendwo hin. Ach Gott. Wo sind wir? Wo, was? Ach! Josie! Tag! Ich habe einige Erkundigungen über den kaiserlichen Hof eingeholt. Je eher wir uns mit der Gefahr für die Kaiserin befassen, desto besser. Die politische Lage im Reich ist gefährlich instabil. Das macht die Dinge noch komplizierter. Im Reich ist immer alles kompliziert. Das scheint ein Steckenpferd der Orlesianer zu sein. Rümpft ihr nur die Nase über das große Spiel, wenn ihr wollt, Kommandant. Aber wir spielen mit maximalem Einsatz und das bis in den Tod. Das Missfallen des Hofes kann ebenso gefährlich sein wie die Venatori. Wir müssen wachsam sein, um eine Katastrophe zu verhindern. Okay, ja, wir werden die Kaiserin schon irgendwie retten. Mal schauen. Keine Sorge, Josephine. Wir werden die Kaiserin beschützen. Koste es, was es wolle. Ich bete, dass ihr recht habt. Falls eure Vision der Zukunft eintritt, der Tod der Kaiserin wäre das Fanal für die totale Zerstörung. Orlais hält die Winter in Schach. Wir könnten ganz Thedas verlieren, wenn das Reich Korypheus in die Hände fällt. Selene führt im Schutz eines Maskenballs Friedensgespräche. Alle Mächtigen aus Orlais werden dort sein. Das ist nicht für gut. Einen gedungenen Mörder wäre der Ball der ideale Ort, sich zu verstecken. Yep. Ich habe kein Kostüm. Dann müssen wir dahin. Wir müssen zu diesem Ball. Ich sorge dafür, dass ihr eingeladen werdet, wenn es euch recht ist, Inquisitor. Yep. Ich brich auf den Wehrgang mit Rerik. Warum auch immer. Noch mehr? Inquisitor, ich habe gerade unser neues Hauptquartier inspiziert. Ja? Bin ich noch dran? Die Fundamente sind rissig, überall nisten Tiere. Und wir sind meilenweit von jeglichen Zentren der Zivilisation entfernt. Wenn wir hier jemals Besucher von Rang und Namen empfangen wollen, müssen die Bediensteten diesen Ort präsentabel machen. Ach. Sie werden es verkraften. Was? Sie werden nachsichtig sein? Nee, irgendwie. Also hier die hohen Leute, die von Rang und Namen, die werden nie nachsichtig sein. Und verkraften werden sie es auch nicht. Wir versuchen den Schein zu wahren. Wir ja, haben eh wir keine wollen andere auf keinen Möglichkeit. Fall, dass die Inquisition einen übermäßig schäbigen Eindruck macht. Wir haben gerade erst alle davon überzeugt, dass wir genau das sind, was Thedas braucht. Die Magier haben großes Vertrauen in euch. Sie müssen sich hier sicher fühlen. Wie könnte sich denn irgendjemand nach dieser Schlacht gegen Korypheus nicht vollkommen sicher fühlen? Ich muss immer wieder an den Tag zurückdenken, an dem er unser Lager angegriffen hat. Wisst ihr, wer zuerst zu den Waffen gegriffen hat? Unsere Arbeiter. Sie waren so stolz auf das, was wir hier tun. Korypheus hat sie einfach niedergemacht. Diesem ersten Feuerstoß folgten so viele Schreie. Er hat so viele Leute in Asche verwandelt. Ja. Was? Werden sie rächen? Ja, mich quält es auch. Ich spüre noch immer die Hitze des Feuers in meinem Nacken. Ja, aber ihr seid diejenige, die uns in Sicherheit gebracht hat. Nee, eigentlich war es der Kanzler. Ich habe da nur ein bisschen Pflichten zuwende, Zeit rausgeschunden. Erlaubt mir, euch zu eurer Ernennung zum Inquisitor zu gratulieren, my lady. Ich werde euch von nun an über diplomatische Belange unterrichten und euch mit Freuden zur Seite stehen, falls ihr meine Hilfe benötigt. Jupp. Ein richtiges Bad wäre schön, naja. Ihr müsst nicht so förmlich sein, nur weil ich jetzt Inquisitor bin, Josephine. Unsere Verbündeten und Gäste müssen sehen, dass man euch mit Höflichkeit begegnet, Inquisitor. Insbesondere, da euer Amt noch so neu ist. Zum Glück fällt es mir angesichts der Tapferkeit, die ihr in Haven gezeigt habt, aber auch nicht sonderlich schwer. Ja. Okay. Ratsraum haben wir immer noch nicht gefunden. Wir sind aber auf nicht wirklich auf dem richtigen Weg, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich habe keine Ahnung, was das hier wieder für ein Loch ist. Was sind wir denn jetzt hier? Also, glaub am Arsch der Welt hier von der Burg. Wo kommen wir jetzt hin? Ach, das ist... Okay, den werde ich nie wiederfinden. Den werde ich sowas von nie wiederfinden. Wo habe ich denn jetzt Dings hier, Missionen gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Gibt es etwas Neues von den Bergungsarbeiten? Wurden schon Überlebende gefunden? Die Grabungen gehen nur langsam voran, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Zurück. Haben wir? Verfügbar, verfügbar. Verfügbar. Dorians, bitte. Schauen wir gleich mal. Geld sammeln. Hatten wir nicht irgendwie noch welche hier offen gehabt? Aktivitäten der dunklen Brut. Suche nach dem Schreiberling, wer auch immer. Die Arkanistin gewinnen, das klingt gut. Geschäft zwischen Adelsfamilien in Ostwick vermitteln. Ich nehme mal hier die Arkanistin, Dorians Bitte und da hinten noch irgendwas in Olé. Die Himmelsfeste hat ein unglaubliches Potenzial, was die Runenherstellung und Schmiedekunst angeht. Was uns fehlt, ist jemand, der uns hilft, dieses Potenzial auszuschöpfen. Wir haben viele Experten. Könnt ihr veranlassen, was wir besprochen hatten? Ja, ist ja gut. An den Krieg und die Venatori verloren. Die Inquisition wird die Familien derer entschädigen, die wir in Haven verloren haben. Ja. Ich danke euch. Redet mir nicht dazwischen. Aber es gibt da eine Arkanistin mit bemerkenswerten Fähigkeiten, die den Ruf genießt, schon mehrere erste Verzauberer an drastischer und kaiserlicher Zirkel düpiert zu haben. Nach 2 Mordanschlägen und mindestens einer Explosion zögern viele Landbesitzer jedoch ihr die Durchreise zu gestatten. Um Gottes Willen, was hat ihn angestellt? Es wird nicht einfach sein, sie aus Tantawale hierher zu bringen, aber diese Arkanistin wäre für die Inquisition von unschätzbarem Wert und kostet mich gerade gar nichts. Dann schicken wir mal Josephine los. Dann hat sie einen guten Eindruck von uns. Die Arkanistin wurde trotz beträchtlicher Kosten und der Bedenken nicht weniger traditionell denkender Magier in Sicherheit gebracht und wartet in der Krypta auf ein Treffen mit dem Inquisitor. Wo auch immer die Krypta ist, ich weiß es nicht. Okay, dann haben wir das. Das heißt, wir haben jetzt noch eins offen. Dorians, bitte. Nun, da ihr das Sagen habt, muss ich unbedingt etwas loswerden. Da draußen sind Venatori-Magier. In der Wildnis. Das wird euch vermutlich nicht überraschen, weil man hier nicht mal eine tote Katze werfen kann, ohne einen von Korypheus Schergen zu treffen. Aber diese Venatori sind für mich selbst ausgesprochen wichtig, weil ich sie nämlich persönlich kenne. Ich würde sie sogar als Freunde bezeichnen, wenn das nicht implizieren würde, dass ich sie nicht tot sehen will. Ah, das will ich, da ich dank einiger Nachforschungen, die ich angestellt habe, bevor ich nach Süden kam, weiß, wo sie sein könnten. Gott, ist das ein Satz. Dachte ich mir, wir könnten doch die Köpfe zusammenstecken und sie gemeinsam aufspüren. Das würde dann dazu führen, dass sie euch auf Tevene verhöhnen und ihr sie töten müsstet. Und schon wären alle zufrieden. Ihr, weil ihr eine potenzielle Gefahr beseitigt habt und ich, weil wir einige Männer und Frauen getötet haben, die zu dumm und engstirnig sind, um sie am Leben zu lassen. Sie wären vermutlich nicht ganz so zufrieden, aber wen interessiert das schon? Es liegt ganz bei euch, Lady Inquisitor. Aha. Was können wir denn so? Josephine, wenn es da draußen Venatori gibt, werden sie sich uns zeigen. Jemand hat sie gesehen und Geld löst ihre Zunge. Nee, so viel Geld haben wir nicht. Gehen wir der Sache nach, vorsichtig und unauffällig. Wir wollen schließlich nicht, dass die Venatori merken, dass wir von ihnen wissen. Genau. Wir haben ehemalige Templer, die wissen, wie man Magier jagt. Die könnte ich auf Dorians Fährte setzen. Ja, nee, wir machen hier mit Liana. Inquisitor. So heimlich, still und leise.
So, Denkmal für Haven können wir auch machen. Das wäre vielleicht ganz gut. Botschafterin Montelier. Obschon wir nicht immer einer Meinung waren, bin ich sicher, dass wir uns dieser Angelegenheit absolut einig sein werden. Ich möchte an der Stelle, an der einst Haven stand, ein Denkmal für all die Männer und Frauen errichten, die im Kampf für den Glauben ihr Leben ließen. Wollen wir zusammenarbeiten, um die gefallenen Helden zu ehren, Madame Botschafterin? Ja, und dann schicken wir da auch... Ach, Kallen kriegt das schneller hin? Hm. Ich bin sicher, ich kann einige freiwillige Helfer für den Bau besorgen. Okay. Das hätte Lilia, Josephine ja gemacht. Ich könnte etwas Geld für das Projekt sammeln. Außerdem schicken wir jemanden für die feierliche Enthüllung. Naja. Ja gut, dann... Machen wir uns an die Arbeit? Dann Kallen. So. Dann... Da. Venatori. Deswegen, wenn dann da... Dup, dup, dup. Priest die Lyon befreien. Wer auch immer das ist. Kontakt aufnehmen. Die haben einen Ebenen erkunden. Okay, das sind hier, glaube ich, irgendwie... Gebiete. Allianzen. Beobachtung der Paz-Situation. Oder? Mal gucken wir mal. Machtkosten 20. 38. Ich glaube, das lassen wir erstmal noch. Wir schicken die einfach jetzt mal hier irgendwo hin. Die Dinger, die müssen wir dann irgendwie später mal öffnen. Okay, Allianzen, Beobachtung der Paz-Situation. Schauen wir uns das mal an. Es ist so gekommen, wie es zu erwarten war. Infolge der Tode derart vieler bedeutender Namen und des Aufstiegs der Inquisition versuchen nun zahlreiche Adelshäuser ihre Aussicht zu verbessern, indem sie eine eigene Allianz schmieden. Im Moment jedoch scheinen sie sich in Streitereien über Führungspositionen zu verlieren. Es wird noch lange dauern, bis auch nur eines von ihnen unsere Position gefährden kann. Ja, aber wir können trotzdem mal gucken, obwohl Josephine braucht da auch ewig lange. Ich schlage vor, wir begegnen ihnen nicht als Inquisition, sondern schicken ihnen einen Botschafter des Herolds. Wenn auch nur, um ihnen auf freundliche Weise klarzumachen, dass wir sie im Auge behalten. Ja, guck mal. Inquisitor? Mach hin, Josie! Eigentlich hätte ich gedacht, sie, bei ihr würde das eher fluffen. Aber wenn dem nicht so ist, dann ist dem so. Okay. Ja. Das ist Josephine. Huch. Moment. Wo geht's hier hin? Achso, das war hier der. Genau. Wie gesagt, verlaufen und so. Könnten hier nicht irgendwie so ein paar Schilder aufhängen, von wegen, wo was ist? Ach so, jetzt sind wir hier wieder oben. Ah! Okay, ne, Solas sein Ding war nicht da, das war da. Kommen wir hier rein? Fertig. Na, was sagt er jetzt? Ja, hier hängen ein paar Leute rum. Pflanze einen neuen Samen ein. Mal gucken, habe ich Samen? Selbst hier gibt es fruchtbaren Boden. Diese Feste bietet wirklich alles, was man braucht. Ja, da fragen wir erstmal Sie hier. Inquisitor Elan Vemal, es ist mir eine Ehre, euch im Namen des Kollegiums der Heilkundigen meine Dienste als Apothekerin anzubieten. Mein Kollege Adan weiß um die Bedeutung eurer Sache.
Ich freue mich darauf, ihm zur Hand zu gehen. Brauchten wir Ersatz für ihn? Nee, dann wir sagen aber. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Genau. Ich auch. Bisher wusste ich nicht, was ich von euch halten sollte, aber die jüngsten Ereignisse haben alle meine Zweifel zerstreut. Wir werden alle weltlichen Bedürfnisse der Himmelsfeste weidlich stillen. Solltet ihr etwas Spezielles benötigen, lasst es mich wissen. Ich bin hier, um der Sache zu dienen. Ja, können wir nochmal kurz mit ihr... Stets zu Diensten. Ah ja, wo habt ihr studiert? Seid ihr eine Stadtelfin? Nee. Wie würdet ihr unseren Bestand an Vorräten einschätzen? Unsere Speicher sind gefüllt und ich denke, die Lage wird sich weiter verbessern. Okay. Gibt es noch andere, die zur Himmelsfeste kommen und uns helfen könnten? Sie helfen bereits. Ich habe mich an viele meiner besten Kollegen gewandt und ihr Einfluss ist nicht zu verachten. Sie sind nicht, sagen wir, erpicht darauf, in die Schlacht zu ziehen, aber wir werden gut versorgt werden. Ja, das ist die Hauptsache. Die müssen ja nicht kämpfen, die sollen nur hier die Tränke brauen. Von wem wurdet ihr ausgebildet? Von Adan, nachdem er aus dem Dienst des Königs von Ferelden entlassen wurde. Naja, als es kein König mehr gab, dem er hätte dienen können. Unser Kollegium tritt in regelmäßigen Abständen zusammen. Ich hatte das Glück, schon einigen Staatsoberhäuptern zu dienen. Mhm. Um ehrlich zu sein, sind sie alle gleich. Insofern sind meine Kontakte und Fähigkeiten drängenderen Problemen weitaus dienlicher. Okay. Sollen wir nachfragen? Ich weiß es nicht. Ihr seid eine Stadtelfin, keine Delish, nicht wahr? Wozu die Unterscheidung? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin eine Elfin. Ich wurde nicht von Delish erzogen. Und nein, ich kenne ihre Gebräuche nicht. Das ist vielleicht nicht gleich zu sehen. Aber es spielt auch keine Rolle. Genau. Ich bin gut genug, um nach meinen Fähigkeiten beurteilt zu werden. Meine Kollegen schätzen meine Arbeit. Ja, ja, es ist ja gut. Weitermachen. Natürlich, Inquisitor. Wollt ihr nur nachfragen, weil es da stand. So, können wir? Ach, tatsächlich. Selten, können wir was Seltenes einpflanzen? Wir haben nichts Seltenes dabei. Können wir was Normales einpflanzen? Haben wir auch nichts dabei. Ja, okay. Dann müssen wir noch irgendwie Samen finden. Weiß zwar noch nicht wie und wo, aber irgendwie wird's gehen. Oh, hier ist was zum Lesen. Arbeitsbericht Gerüste. Der dritte Absturz in ebenso vielen Tagen. Wir brauchen mehr Sandsäcke. Wieso das? Es ist nahezu unmöglich, einen Anker zwischen diese Blöcke zu treiben. Dieser Ort wurde für die Ewigkeit gebaut und das erschwert alle Arbeiten ungemein. Ja, ist genehmigt. Die Inquisition braucht ihre Leute mit gesunden Beinen. Sehr schön. Das heißt, die schmeißen sich ja immer alle vom Dach. Können wir hier? Nee. Ah, Mutter Giselle. Ah, Inquisitor. Ihr habt endlich gezeigt, was ihr wirklich könnt. Der Erbauer hat euch auf einen schwierigen Weg geschickt. Ich bete dafür, dass ihr ihn sicher beschreitet. Ja, das verdanke ich eigentlich euch. Ich erinnere mich an unser Gespräch, bevor wir die Himmelsfeste fanden. Es war nicht nur der Erbauer, der mich auf diesen Weg geschickt hat, oder? Cassandra oder Liliana kamen nie als Inquisitor in Frage. Ebenso wenig wie ich im Übrigen. Wir sind zu eng mit der Kirche und all ihren Unzulänglichkeiten verbunden. Aber ich habe euch nicht gegen Korypheus in die Schlacht geschickt. Ich ließ euch nicht euer Leben riskieren, um die Bewohner von Haven zu retten. Ihr allein kamt als Inquisitor in Frage. Ich bete nur, dass die Macht der Inquisition ausreicht. Ja, hoffe ich auch. Ich werde mein Bestes tun, um mich als würdig zu erweisen. Das habt ihr schon in Haven getan. Der Erbauer hat euch auserwählt, um uns von Korypheus zu befreien. Ihr habt das Vertrauen und die Unterstützung von allen hier. Vergesst das niemals. Alsdann war sonst noch etwas? Ach Gott. Nee, da fragen wir jetzt nicht nach, sondern machen einmal Tschüss und wir beenden dann die Folge auch hier an der Stelle. Sind schon wieder ein bisschen in der Überlänge drin. Und dann schauen wir mal, was wir noch hier in der nächsten Folge so finden. Also, wir suchen ja immer noch die Schmiede. Bin mal gespannt, ob ich sie finden werde.
Und hier muss ich auch hin. Ach, da ist die Krypta. Okay, dann laufe ich da mal hin. Da müsste ja auch die Arkanistin zu finden sein. Das dann irgendwie beim nächsten Mal. Bis dann.